für die Übermittlung einer Information ist, dass jemand da ist, der sie entgegennimmt. Na schön. Na schön, in letzter Zeit war es ein bisschen viel. Ein bisschen? Ella, ist das Taxi schon da? Ich sehe nichts. Ich habe wirklich nachgedacht über uns. Warum kann es nicht wie früher sein? Warum fangen wir nicht einfach neu an? Du willst doch nicht sagen, dass du nach 16 Jahren Ehe ausgerechnet heute an deine Familie denkst. Warum nicht? Das Taxi! Ich komme erst morgen Nachmittag zurück. Macht's gut. Erinnerst du dich an den alten Priel auf unserer Insel? Solange ich denken kann, hat er den Sand geschluckt, weggeschleppt, am Hinterdeich genagt, jahrelang, und keiner hat's gemerkt, bis alles zusammenfiel. Ich weiß, es ist schlimm für dich. Aber was soll ich machen? Komm, ich fahre dich mit dem Feuerstuhl in die Schule. Warum könnt ihr euch nicht vertragen? Ihr seid so verdammte Egoisten. Warum kümmert sich hier keiner um den anderen? Ich bin auch noch da. Wenn man eine Familie hat, da muss man sie auch in Ordnung halten. Scheiße. Das interessiert euch doch sowieso nicht. Bei mir wird das alles mal ganz, ganz anders. Eigentlich. Ach, lass mich doch in Ruhe mit deinem Feuerstuhl. So, von mir aus kannst du losgehen. Volles Programm heute? Ist ja nichts Neues. Da. Schlechte Laune? Erstens geht dich das nichts an und zweitens irgendwas Unvorhergesehenes passiert ja immer bei dem... Doktor, guten Morgen, Herr Dame. Morgen. Angelika, rufen Sie bitte meinen Freund Björn an. Ich muss ihn sprechen, es ist dringend. Vielleicht können wir zusammen Mittagessen. Dann wollen wir mal. Wer macht den Anfang? Frau Gurion, die kleine Würstchenverkäuferin vom Rummel. Ich brauche 5 Minuten, die brauche ich. Das ist wieder mal so ein Fall, der ihn sehr mitnimmt. Er hat sich ziemlich verändert in letzter Zeit. Findest du nicht auch? Ich habe sowieso nie begriffen, wie das so lange gut gehen konnte. Diese Frau passt doch gar nicht zu ihm. Weißt du, er braucht jemanden, mit dem er über seine Probleme sprechen kann und der ihn versteht. Du meinst wahrscheinlich dich. Aber ich will dir mal was sagen. Das Einzige, was der wirklich braucht, sind seine Patientinnen. Familie Burion. Ja. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag. Ich habe extra den Freddy mitgebracht. Das ist er. Bitte sehr. Mir ist es ja eigentlich egal, was es ist, aber er möchte mal so gerne wissen, was er zustande gebracht hat. Ich meine, vorher, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Und Sie haben doch gesagt, man kann es jetzt schon sehen. Okay, du redest und redest. Ja, sehen Sie, so ist er. Nun setz dich doch, Freddy. Ach. Richtig ein bisschen verklemmt, mein Goliath. Aber ein anfahrendes Auto mit bloßen Händen anhalten, das kann er. Neulich hat er so ja einen Porsche geschafft, der ganze Rummelstandkopf. Naja, bloß mit dem Intimen, ja, da ist er nicht so fürs Öffentliche. Und dabei freut er sich doch so auf das Kleine. Du brauchst mir doch nicht zu erklären. Ich bin doch selber da. Was ist es nun, Herr Doktor? Also, zunächst einmal ist es gut, dass Sie beide gekommen sind. Bitte, Herr Burion, nehmen Sie doch Platz. Ich will keine Umstände machen. Ja, nun setz dich doch endlich, Freddy. Was ist denn los, Herr Doktor? Also, es wäre mir, weiß Gott, lieber, wenn ich Ihnen etwas Erfreulicheres zu sagen hätte. Ist was mit dem Kleinen? Es könnte was sein. Die Diagnose ist noch nicht eindeutig.
Vielleicht irre ich mich auch. Was ist es? Ich werde mich noch mal mit einem Kollegen beraten. Professor Peters, er ist ein ausgezeichneter Diagnostiker im Ultraschallbereich. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Ihr Baby scheint nicht normal entwickelt zu sein. Ja, ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Es kann ja noch in Ordnung kommen. Ich meine, als Kind war ich ohne halbe Portion und sehen ja, was draus geworden ist. Es hat etwas mit den inneren Organen zu tun. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Aber es ist nur eine Annahme. In ein paar Tagen wissen wir mehr. Sollte ich gute Nachrichten haben, werde ich Sie selbstverständlich sofort auf dem Rummelplatz aufsuchen. Einverstanden? Ja, aber ich kann Sie doch durchstellen. Machen Sie sich nicht verrückt und denken Sie nicht zu viel darüber. Wiedersehen, Herr Burian. Wiedersehen. So möchte ich nie vor Ihnen sitzen, Doktor. Ich auch nicht. Doktor, ich sollte doch Rechtsanwalt Schlehuber anrufen. Und? Was hat er gesagt? Es tut ihm leid. Was tut ihm leid? Er hat keinen Termin frei, nicht den kleinsten. Aber nächste Woche sieht es vielleicht besser aus. Kein Termin frei? Mr. Freud hat keinen Termin frei, stimmt das? Ich wollte ihn durchstellen, aber er hat einfach aufgelegt. Ich verstehe. Schicken Sie die nächste Patientin. Frau Schiller, bitte. Weißt du, was das Schlimmste ist? Sie haben sich nichts mehr zu sagen. Sie kränken sich ohne Worte. Manchmal habe ich Angst, dass es mit Florian genauso wird. Ich möchte einfach nur eine heile Familie. Oh Gott. Was ist? Mach keinen Scheiß, das Baby? Ja. Ich rufe Notarzt. Nein, ich will zu deinem Vater, bitte. Ich will keinen Notarzt. Das geht nicht. Bitte. Ich weiß doch gar nicht, wo er ist. Hältst du durch? Ja. Praxis Dr. Martin, Schwester Angelika. Hier ist Heinke. Oh, hallo Heinke. Ich muss unbedingt mit Papa sprechen. Nein, dein Vater ist nicht mehr da, der ist schon in die Klinik gefahren. Oh nein! Ist irgendwas passiert? Diese kleine Nervensäge. Der ist in der Klinik, kannst du noch? Aber nicht mehr lange. Ich hab solche Angst. Du schaffst das, kapiert? Du schaffst das. Was soll denn das? Sie müssen uns sofort helfen. Meiner Freundin geht's nicht gut. Sie muss ins Krankenhaus, schnell. Ach, und ich soll sie hinbringen, nicht? Natürlich, natürlich. Begreifen Sie nicht, sie verliert ihr Kind. Das ist ein Notfall. Kind? In dem Alter? Wie alt seid ihr denn? Ich pack's nicht. Wollen Sie auch noch unsere Mathezensuren wissen? Jetzt wirst du auch noch frech. Nimm die Hände da weg. Eins sag ich Ihnen, wenn was passiert ist, ist es unterlassene Hilfeleistung. Und dann ziehe ich Sie zur Rechenschaft. Sie, nur Sie. Natürlich. Ich? Na klar. Und sie muss ins Krankenhaus. Ah. Na, was stehst du da rum? Na, hol sie her! Sie hilft uns, komm! Vorsichtig! Vorsichtig! Mit sowas ist nicht zu spaßen. Ihr habt doch von sowas überhaupt keine Ahnung. Langsam, langsam. Ruhig tief atmen. Ganz vorsichtig. Setz sie vorsichtig ein. Wir müssen uns beeilen. Wird höchste Zeit. Hopp, hopp! Jetzt wird das Licht angemacht. Eigentlich brauchten wir Blaulicht. Blaulicht brauchten wir. Hallo? Hallo? Vorsichtig. Ganz langsam, ganz langsam. Ja, aber ist denn hier niemand? Was ist denn das für eine Klinik, wo die Patienten auf dem Gang umkommen? Sie müssen sofort zu Dr. Merz gehen. So machen Sie schon. Vorsichtig, ganz langsam. Sehr gut, ja. Das ist nicht zu fassen. Bezahlt man die Beiträge. Die Leistungen in den Kliniken sind gleich Schnuck. Wer ist es? Wem gehört die Patientin? Das ist ein Notfall. Wir sind hier keine Rettungsstation. Was wollen Sie denn hier? Ich will Kaffee trinken. Stellen Sie sich vor. Das gibt's doch alles nicht. Hallo, gibt es doch nicht. Hallo, Henriette. Na, Gott sei Dank. Endlich jemand kompetent. Suse, was machst du denn für Sachen? Denk gar nicht, dass es meine Idee war. Sie wollte das. Ich wäre garantiert nicht zu dir gekommen. Es mir reicht schon, wenn du mich nicht zum Großvater machst, ins Behandlungszimmer. Bitte, Papa, mach was, ja, ja, tu mach irgendwas. Ja, mach dir keine Sorgen. Danke. Sie hatte wahnsinnige Angst, das Kind zu verlieren. Aber Unsinn. Kinder verliert man nicht so schnell. Das passiert später, wenn sie älter werden und aus dem Haus gehen. Wer sind Sie eigentlich? Ist doch unwichtig. Ich bin ein Nothelfer. Tschüss.
Viel Glück. Mhm. Tschüss. Sagen Sie doch was, Doktor. Ist es schlimm? Werde ich es verlieren? Unfug. Und wenn ich dich zunähen muss? Keine Angst, Suse. Wir müssen nur die Venen zum Stillstand bringen, dann ist alles gut. Dafür musst du leider eine Zeit lang am Tropf bleiben und vor allen Dingen ruhig liegen. Dr. Wilke, bereiten Sie bitte eine Pathosystem-Infusion vor. Ist es schlimm? Wir werden es schon schaffen. Wir müssen nur die Venen stoppen. Es war aber höchste Zeit. Das hast du gut gemacht. Vielleicht ging es dir besser, wenn ich bei ihr wäre. Später, jetzt können wir dich nicht gebrauchen. Hm? Heinke? Du machst dir Sorgen, was? Sie ist ein richtiger kleiner Pechvogel, ich sehe das schon. Sie ist kein Pechvogel. Sie will das Kind. Das kann nicht gut gehen, niemals. Bei den Eltern. Immer bloß gucken, was die Nachbarn sagen. Die bringen es glatt fertig und schmeißen sie raus. Und dann? Thomas hat auch nichts. Wie will er denn studieren mit dem Kind? Du meinst wirklich, sie schmeißen sie raus? Mhm. Ah, Eusebio! Hallo, Hannelore! Sie werden immer hübscher. Und Sie werden immer intelligenter, Angelika. Sagen Sie mal, kommen Sie denn mit dem Ding zurecht? Aber klar. Respekt. Mein Vater ist noch mit dem Pferd zur Entbindung geritten. Und die Diagnose hat er auf eine Zigarettenschachtel geschrieben. Und trotzdem wurden es alles gesunde Kinder. Hey, alles gesunde Kinder. Ich habe euch etwas mitgebracht. Hing gestern Abend noch beim alten Putbese im Rauch. Für jede einen. Wollen wir ihn schlachten? Die Sprechstunde fängt gleich an. Ist mein Sohn schon da? Der hat noch in der Klinik zu tun. Wie steht's mit ihm? Große Katastrophen? Erfolg? Aha. Ja, ich verstehe. Unverändert. Keine Gehaltserhöhung, kein pünktlicher Feierabend. Ihr tut mir leid, meine Schönen. Aber der ändert sich nie. Kein Martin hat sich jemals geändert. Wir wollen ihn auch gar nicht anders. Ich schon. Wenn er sich wenigstens seine Patientinnen aussuchen würde. Aber nein, er hockt bei irgendeiner Oma auf dem Kiez, hält Händchen und hört sich ihre Geschichten an. Dabei könnte er sich eine ganze Etage der Belegbettenklinik alleine leisten. Jedenfalls, verheiratet möchte ich nicht mit ihm sein. Da ist was dran. Ich auch nicht. Das ist ja noch mal gut gegangen. Danke. Wenn du dich schon bedanken musst, dann bei dem da. Musst du aber nicht. Der macht nämlich seine Kohle mit so armen, hilflosen Typen wie dir. Also, du weißt Bescheid. Vorläufig musst du liegen. Und am Tropf bleibst du auch. Rund um die Uhr. Okay, ich bleibe liegen. Und wenn ich festwachse. Ich will ja das Baby. Gut. Aber stell dir das nicht so einfach vor. Ich verspreche dir, dass ich die venenhemmende Infusion so schnell wie möglich absetze. Und du versprichst mir dafür, dass du alles tust, was Henriette von dir verlangt. Ich tue, was von mir verlangt wird. Das verspreche ich. Ist sie nicht eine brave Patientin? Im Ernst, Suse. Du musst wissen, warum du das auf dich nimmst. Das weiß ich. Gut, dann braucht sie jetzt Ruhe. Das ist ein dufter Typ, doch. Danke. Wahnsinn, habe ich Angst gehabt. Weißt du, was Schönes? Hm? Wenn man einfach zu jemand gehen kann. Wie heimkommen. Wenn du jetzt auch noch so ein guter Vater wärst. Ich werde auf Suse einwirken. Wenn's Gott will, ein Knabe wird, kriegt er deinen doofen Vornamen. Wieso? Markus finde ich gar nicht so doof. Weißt du was? Ich glaube, ich habe sehr viel Fehler gemacht. Klar. Du hast meinen Geburtstag vergessen. Du hast den Ruderkahn nicht geteert. Du kannst Opa Ludwig nicht leiden, obwohl er zentnerweise Schokolade anschleppt. Und du bist nie da, wenn man dich braucht, sagt Mama auch. Ach, Kacke. Ich kann mich trotzdem leiden. Also jetzt hör mal zu, du Teufel. So gegen etwa 4:10 kommt deine Mutter an. Wollen wir sie nicht zusammen abholen? Wir sind doch eine Familie. Und anschließend da unternehmen wir was ganz was Tolles. Wie du siehst, bin ich auf dem Wege der Besserung. Wir treffen uns am Flughafen? Mhm. Wahnsinn! Bis dann bild dir ja nichts drauf ein. Psst! Was war denn das?
Man hat mir soeben eine Liebeserklärung gemacht. Das trauen Sie mir wohl nicht zu, hm? Gesundheit, Gesundheit. Fürs Altober eins, was? Ha, ha, ha. Ich habe ein altes Bauernmittel gegen sowas, Ludwig. Zerstoß das Rad nur mit Wolfsmilch. Deine Mittel kenne ich, du Quacksalber. Ach, deswegen liebe ich Ella so, wegen ihres ausgezeichneten Kochs. Komm her, Mädchen, lass dich küssen. Hier, Ella, hier, Della. Warum musst du sie mal in Verlegenheit bringen? Ich bringe sie in Verlegenheit? Oh, Ludwig, ich kenne Ella schon ein ganzes Leben lang. Uns kann nichts mehr in Verlegenheit bringen. Sie kam zu uns ins Haus, als ich gerade geheiratet hatte. Wäre sie 4 Monate früher gekommen, hätte ich sie genommen. So redet man nicht über seine verstorbene Frau. Ja, warum denn nicht? Sie hat es doch gewusst. Und sie war eifersüchtig wie ein Teufel. Beide haben nicht geschlafen, wenn ich nachts mal wieder über Land war. Bis ich auf den Hof fuhr. Nein, nein. Ella gehört zur Familie. Ihr seid schon eine verrückte Familie. Ich hab's nur zu spät bemerkt. Hat jemand Grund zur Klage? Mann, tu doch nichts, als würdest du nichts sehen. Mein Herr Schwiegersohn, dein Sohn also, er merkt ja nicht einmal mehr, dass er verheiratet ist. Mir jedenfalls tut es weh, wenn ich sehe, wie sie nebeneinander herleben. Sie weiß nichts von ihm, er weiß nichts von ihr. Es ist kalt geworden in diesem Haus. Und wir sitzen dabei und tun nichts. Das ist das Schicksal der Alten, Ludwig. Sie sind weise und wissen alles besser. Und kein Mensch richtet sich nach ihren Ratschlägen. Mir ist nicht nach deinen Witzen zumute. Ach, Ludwig, ich meine es doch im Ernst. Ich habe doch Augen im Kopf. Sei doch mal ehrlich. Hättest du dir in deine Ehe reinreden lassen? Da siehst du. Es ist ihre Sache. Nichts ist peinlicher als ein alter Moralprediger. Praxis Dr. Metin, Schwester Angelika, guten Tag. Hotelresidenz? Aha, aber Frau Metin lässt ausrichten, dass sie erst morgen zurückfliegen wird? Ja, aber wir dachten, ich meine, der Doktor dachte... Gut, ich habe notiert, danke. Wie bitte? Ach so, grüß Gott, ja. Praxis Dr. Martin, Schwester. Ja, Angelika, ich rufe vom Flughafen aus an. Ist was passiert? Ja, also den Weg hätten Sie sich sparen können. Und die Blumen auch. Wie soll ich das verstehen? Ihre Frau muss leider in München noch ein paar Sachen erledigen. Sie nimmt dann morgen früh die erste Maschine. Hallo, sind Sie noch dran? Aufgelegt. Als ob ich was dafür könnte. Ein bisschen gefühlvoller hättest du ihm das schon beibringen können. Du kannst ja zum Flughafen fahren und ihn trösten, da freut er sich bestimmt. Ich für meinen Teil mache jetzt Feierabend. Tschüss. Tschüss. Thank you.
Fahren Sie. Ab, keuch zum Flughafen. Und wen treffe ich? Niemand. Null Familie. Du hast recht mit deiner Beschwerde. Wieso? Denn dass die meisten Fluggesellschaften sich nicht nach deiner notorischen Unpünktlichkeit richten. Der Bus steckte fest. Flugzeuge stehen nie im Stau. Da ist was dran. Wo ist Mom eigentlich? Hat sie uns was mitgebracht? Ihr habt gestritten, stimmt's? Wo ist sie? Nicht da. Und was heißt nicht da? Dass sie nicht da ist zum Kuckuck. Deswegen bist du sauer? Wieso? Ich bin doch nicht sauer. Du kommst noch auf. Da ist doch noch irgendwas, oder? Oh. Die hat aus München angerufen, sie kann nicht kommen. Sie weiß noch nicht, welche Maschine sie morgen nimmt. Das ist doch nicht so schlimm, Papa. Natürlich nicht. Weißt du, was komisch ist? Nein. Also schön, ich hatte mich etwas verspätet, sozusagen. Und als ich ankomme, da fährt ein Wagen weg, den ich kenne. Und eine Frau sitzt drin, die sieht haargenau aus wie Mom. Also sagen wir mal, in etwa aus wie Mom. Quatsch. Sag ich doch. Du hast ja auch mit ihr telefoniert in München, oder? Ja, natürlich habe ich mit ihr telefoniert. Im Hotel Residenz. Das Zimmer gefällt ihr nicht und... Das Wetter ist nicht besonders. Ja, du kennst doch deine Mutter. Ich dachte, sie hat anrufen lassen. Naja, ist ja auch egal. Ich hätte wetten können, dass es der Wagen war. Wieso, was für ein Wagen? Der von Björn? Ich meine, Björn kennt eine Menge Frauen. Warum soll er nicht meine vom Flughafen abholen? Was ist? Verdächtigst du etwa deine Mutter? Du lass ja den Blödsinn, ja? Dann kann ich Mami ja anrufen. Was hast du gesagt? Hotel Residenz. Weißt du die Nummer oder soll ich die Auskunft anrufen? Du bist ein verdammt netter Kerl, aber ein miserabler Lügner. Du schwindelst genauso schlecht wie ich. Sag, dass es nicht wahr ist. Sag doch einfach, dass alles in Ordnung ist. Es ist alles in Ordnung. Du? Was ist? Kommst du nicht raus? Naja, ich... Was rennst du da einfach vom Tisch weg, sag mal? Was sind das für Manieren, hä? Was? Ach so, du hast Besuch, einen Abend. Einen Abend? Das ist Heinke wegen der Schulaufgaben für morgen. Naja, dann machst du mal kurz, ne? Mann, hat der eine Laune, ey. Naja, beim Essen versteht er keinen Spaß. Die Familie ist ihm heilig. Gehst du ein Stück mit? Naja, wenn du meinst. Was ist denn los? Bei uns zu Hause ist alles kaputt. Ich glaube, Mama hat einen anderen. Deine Mutter? Quatsch, die doch nicht, auf keinen Fall. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist auf einmal alles so kalt. Der tut mir wahnsinnig leid. Er lässt sich nichts anmerken, aber es nimmt ihn wahnsinnig mit. Ich fühle das. Und Mom, ach mein Gott, warum hat sie das nur getan? Vielleicht war ja gar nichts und du hast dir das alles nur eingebildet. Ach, erzähl doch nicht so einen Mist. Unsere ganze Familie ist ein Schutthaufen und ich weiß nicht, wohin ich gehöre. Bitte, Flori, hilf mir. Ja, wenn ich kann. Lass uns abhauen. Irgendwohin, wo uns keiner kennt. Heinke, du musst erst mal... Ich meine, klar, dass das jetzt alles ganz furchtbar schlimm aussieht. Das verstehe ich ja auch. Aber morgen kann schon wieder alles ganz anders sein. Du musst jetzt erst mal zur Ruhe kommen und überlegen. Ich meine, im Grunde genommen ist es... doch eine Sache zwischen deinen Eltern. Ist es dein Ernst? Ihre Sache?
Versteht mich denn keiner? Ihr seid alle so verdammte Egoisten. Natürlich. Du musst nach Hause, das Essen wird kalt, Kleiner. Papi schimpft. Wieso bin ich bloß zu dir gekommen, du Flachzange? Heinke! So kann man überleben? Mach ich alle 3 Tage. Platin. Platinklingen. Brauche ich 2 Stück fürs ganze Jahr. Ein toller Koffer. Mit dem Koffer ist alles in Ordnung, was wollen Sie? Da ist mein Leben drin. So ein Koffer hat mehr von der Welt gesehen als mancher Mensch. Für mich ist er wie ein Mensch. Also den würde ich gerne kaufen wollen. Niemals! Das ist ein Freund. Ein echter Freund. Und Freunde. Freunde verkauft man nicht. An was habt ihr denn gedacht? Schade. Hätte ich gut gebrauchen können. 75. Mindestens. 100. Für Scheiße kann ich mich alleine. Da ist mein Leben drin. Ach, das sagte ich ja schon. So ein Leder. Kriegen Sie nie wieder. 60. 100. Also einen echten Huni? Blau? Mit Tante Clara drauf? 150, er ist ein guter Freund. Ich weiß, einen guten Freund soll man nicht so einfach verkaufen, aber... Nur in der allergrößten Not. 120. 100. 110. Und eine Pulle Korn. Das ist schön. 100 und eine neue Packung Platinklingen. Gemacht. Sie verstehen ja was davon. Ich muss erst alles auslernen. Das ist ja Inhalt drin. Mein Leben. Hallo. Das muss auch mal sein, ne? 100. Und hier sind die Münzen für die Klingen. So viele Blüten unterwegs. So dann. Was ist? Habt ihr noch nie einen Mann mit Koffer gesehen? Nein. Wollen Sie verreisen, Doc? Doch wohl erfragen dürfen. Sind Sie heute ohne Feuerstuhl? Ja. Und 3-mal darfst du raten, warum? Kaputt? Er war betrunken. Und jetzt graben Tausende von kleinen schwarzen Männchen das Gehirn um. And the winner is Gysi. Na Gott sei Dank fangen wir heute erst um 11 Uhr an. Also bitte lasst mich noch eine Stunde allein, okay? Das geht nicht. Da wartet jemand auf Sie. Ein Freund. Er hat meinen ganzen Vollwert-Pflaumkuchen aufgegessen. Dr. Christen. Mensch, Markus, da wohnt man jahrelang in einer Stadt und läuft sich nicht über den Weg. Siehst aber gut aus, Mann. Hört ihr's? So reden Freunde mit einem. Na komm. Was ist los? Der hat ja wieder blendende Laune. Tja, wenn man die falsche Frau geheiratet hat. Du weißt doch, der steht nicht auf Blondinen. Das wohlgeordnete Reich eines erfolgreichen, niedergelassenen Kollegen. Ich kriege lange gelbe Zähne vor Neid. Dagegen geht's bei uns zu wie in einer Freibandfleischerei mit offenstehender Vorder- und Hintertür. Gasexplosionen, U-Bahn-Unfälle, Wasserleichen, manchmal sogar ein Mord. Hör auf, ich habe einen schlechten Magen heute Morgen. Vor 2 Wochen zum Beispiel haben sie eine Frau eingeliefert. Die ist aus dem Fenster gesprungen, 2. Stock. Holger, bitte. Nimm etwas Rücksicht auf einen Kranken. Ja. Naja, der liebe Gott hat die Hand aufgehalten in Gestalt eines großen Möbelwagens mit federnder Plan. Rippen gebrochen, Beinfraktur, Prellungen. Warum erzählst du mir das? Weil ein Wunder eine Rolle spielt. Und das fällt in dein Ressort. Dachte ich's mir doch. Die Frau ist hochschwanger. Noch 10 Tage, denke ich. Du, dem Kind ist nicht das Geringste passiert.
Wenn das kein Wunder ist. Warum kommst du dann zu mir? Ja, du weißt doch, wie das bei uns ist. Übermorgen wird sie entlassen, weil wir die Betten brauchen. Ich weiß nicht mal, ob sie ihn zu Hause hat. Sollte mich gar nicht interessieren, aber... Aber du hast ein schlechtes Gewissen. Das ehrt dich. Was dich weniger sympathisch macht, ist, dass du mir dein schlechtes Gewissen andrehen willst. Wir schicken die Frau nach Hause in eine leere Wohnung mit offenstehendem Fenster. Meinst du, dass immer gerade ein Möbelwagen vorbeifährt? Ich betreibe keine Pension. Du hast eine Klinik. Jedenfalls ein paar Betten. Und die Frau braucht einen Arzt, der sich wirklich um sie kümmert. Deshalb habe ich an dich gedacht. Du, ich habe Angst, dass sie es nochmal versucht. Ja gut. Ich sehe sie mir an. Zufrieden? Gibt es hier irgendwo einen ordentlichen Kaffee in dieser Lotta-Praxis? Und ein Stück Pflaumenkuchen will ich auch. Zwei. Das weißt du doch gar nicht. Bitte nehmen Sie doch erstmal Platz. Sie wissen, ich habe noch einen anderen Kollegen hinzugezogen. Ich wollte die Sache nicht alleine entscheiden. Der Befund ist sehr außergewöhnlich. Ja, es fällt mir nicht leicht, es Ihnen zu sagen. Sagen Sie schon, Herr Doktor. Ich vertrage einiges. Also, das Kleine ist körperlich nicht normal entwickelt. Was heißt nicht normal? Es hat keine Nieren. Das kann nicht sein. Das bedeutet doch... Freddy... Und es könnte nicht sein... Verstehen Sie mich nicht falsch, Doktor... dass Sie sich geirrt haben. Bloß ein bisschen. Tut mir leid. Birgi, nicht weinen. Weißt du, dass ich das nicht sehen kann? Die Natur hat so gewollt. Was kann man da machen? Heulen hilft auch nichts. Mädel, wir haben doch uns. Du und ich. Bedeutet doch, dass Sie operieren müssen, nicht wahr, Herr Doktor? Einen solchen Eingriff darf ich in meiner Belegklinik nicht durchführen. Ich werde Sie an die Uniklinik überweisen. Ich möchte aber, dass Sie mich behandeln, bitte. Tut mir leid, Frau Bourion, aber das geht beim besten Willen nicht. Das Risiko wäre zu groß. Zu Ihnen habe ich Vertrauen. Das freut mich. Und deshalb sollten Sie auf mich hören. Ich kann nur nicht... Er wird doch am besten wissen, was gut für dich ist. Aber Sie werden doch wenigstens dabei sein, ja? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Nach dem Eingriff kommen Sie zu mir in die Klinik und ich übernehme die Nachbehandlung. Einverstanden? Ist es ein Junge oder ein Mädchen, Herr Doktor? Ich will es gar nicht mehr wissen. Aber ich... Ein Mädchen. Sie haben sich so auf ihr Kind gefreut. Du gehst an den Menschen in deinem Haus vorbei, als wären es Möbelstücke. Du merkst nicht mal, wenn sie einen Kratzer haben. Und
Die Seelen um dich herum haben Kratzer, Markus. Fängst du jetzt auch noch an? Ich rede jetzt nicht von deiner Arbeit, ich rede von der Gewohnheit. Und die Gewohnheit tötet die Liebe. Nach 16 Jahren Eheleben hält man eben nicht mehr Händchen. Solltest du eigentlich verstehen. Eben weil ich es verstehe. Die Mertins sind bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter zu ihren Patienten gekommen. Seit 3 Generationen. Wir waren für alle da, die uns brauchten. Nur nicht für unsere Familie. Die hätte uns auch gebraucht. Aber das weiß ich erst heute. Markus, unternimm etwas, bevor eure Ehe auseinanderbricht. Vielleicht ist sie das schon, Vater. Was? Ich fürchte, deine Ratschläge kommen zu spät. Hey, Markus. Ja. Ah, das ist Frau Langer. Das ist Dr. Mertin, mein alter Freund. Willkommen, Frau Langer. Ich werde mich um Sie und um Ihr Kind kümmern. Zuerst muss ich Sie noch untersuchen. Einverstanden? Herr Kohls? Ja? Bringen Sie Frau Langer bitte in den Untersuchungsraum. Ja. Weißt du, wo Schuld anfängt, Dr. Christen? Dort, wo man sich vor der Verantwortung drückt. Was soll ich denn tun? Sie mir zu mir nach Hause nehmen? Ich hätte inzwischen eine ganz schöne Sammlung dort, mein Lieber. Bei dir ist sie doch gut aufgehoben. Hau bloß ab. Danke, Markus. Ah, Sie habe ich gesucht. Ich habe soeben Ihre neue Patientin gesehen. Ich meine nicht, dass ich Ihnen Vorschriften machen möchte, aber ich finde, eine Klinik miteinander zu teilen, heißt auch, verantwortlich zu denken. Ich verstehe nicht. Ich möchte meine Bedenken diesem Stil gegenüber äußern, und zwar offiziell. Ich habe bereits mit Professor Peters gesprochen. Er erwartet uns. Ja, aber... Frau Dr. Wilke? Ist was passiert? Wenn schon, dann alle zusammen. Ich bitte Sie, wir wollen doch sachlich bleiben. Mit dem angebrachten Ernst. Ich sag's Ihnen vorher heraus. Ich weigere mich, das zu akzeptieren. Das gefällt mir nicht. Ist auch gegen die Absprachen. Absprachen? Welche Absprachen? Hierher kommen die Frauen, um Kinder zu kriegen. Und nicht, um sich das Leben zu nehmen. Und was, wenn beides zusammenfällt? Ihr soziales Engagement in allen Ehren. Ich jedenfalls behandle hier auch Privatpatientinnen. Und die haben Anspruch auf Ruhe und Sicherheit. Sie verstehen, was ich meine. Oh ja, ich verstehe sehr gut. Haben wir nun endlich auch hier 2 Klassen von Patientinnen. Die Frau ist nun mal da und sie muss versorgt werden. Kollege Martin hat die Verantwortung übernommen. Es ist damit sein Fall. In Zukunft wird er sicherlich etwas überlegter vorgehen, denke ich. Es ist unsere Klinik, in der Herr Martin neu ist. Ich darf daran erinnern. Und somit betrifft es uns alle. Entschuldigen Sie bitte, was wollen Sie denn machen? Wollen Sie die Frau auf die Straße setzen? Verbitte mir diese Unterstellung. Aber Sie haben ganz recht, Frau Kollegin. Nicht Martin trägt die Verantwortung, sondern wir alle. Und was mich betrifft, ich bin bereit, Sie für diese Frau mitzutragen. Wir sollten die Diskussion beenden. Ich hoffe, dass Sie es nicht bereuen müssen. Hinterher fragt niemand mehr nach ehrenhaften Motiven. Danke. Da drüben hinter dem Baum geht die Sonne auf. Unsere Patienten wollen immer gerne in dieses Bett. Sie hat recht. Das ist unser schönstes Zimmer. Es gibt eine Menge Gründe, warum einem die Welt zuwider sein kann. Einige davon kenne ich ziemlich gut. Das Kind jedenfalls kann nichts dafür. Es kann sich nicht wehren. Es weiß nicht einmal, wie die Welt aussieht, in das es hinaus muss. Wenn es da niemanden hat, der ihm hilft. Auch Sie können mich nicht hindern, es noch einmal zu versuchen. Keiner kann das. Ich bin doch jetzt so müde dazu. Mir ist alles egal. Auch das Weiterleben ist mir egal. Das Kind ist kerngesund. Ist das nicht seltsam?
Sie wollen es nicht und trotzdem will es auf diese Welt. Zu Ihnen. Jetzt ruhen Sie sich erstmal aus, Frau Lange. Übrigens, es ist ein Junge. Interessante, anstrengende Leute, jetzt dabei sein soll. Und jetzt halte ich fest. Eins meiner Bilder ist verkauft. Gratuliere. Gratuliere? Ich bin geplatzt vor Freude. Und du stehst da wie ein steifer Stockfisch. Entschuldige. Wie war der Flug? Ach ja. Gestern Abend war noch ein Empfang in der Stiftung. Ich konnte wirklich nicht früher kommen. Schade. Wir wollten dich abholen. Ja? Ja. Ich habe anrufen lassen. Hat man dir das nicht ausgerichtet? Doch. Aber es kam sowieso was dazwischen. Die Klinik. Hattest du viel Spaß? Ach, du weißt doch, wie das ist. Lauter Leute, die miteinander reden und keiner weiß, mit wem er gesprochen hat. Vielleicht kriege ich eine Einladung im Herbst nach New York. New York? Großartig. Ich finde, du solltest öfter solche Gelegenheiten nutzen. Es tut dir gut. Ich spüre das. Tatsächlich? Ja. Du bist wie ausgewechselt. So wie jemand, der gerade sich frisch verliebt hat. Wie kommst du auf so einen Quatsch? Weißt du, du hast es wirklich schwer mit mir. Ich habe mir eigentlich noch nie so richtig Gedanken gemacht, wie du lächelst, ob du lächelst. Markus, du bist ganz seltsam. So anders. Was ist denn das für ein komischer Koffer? Das ist ein Koffer voller Geld. Markus, du bist wirklich ein bisschen verrückt, ja? Nicht verrückt. Nur ein bisschen traurig. Und sehr, sehr enttäuscht. Was heißt das denn? Markus, die Klinik. Der Suizidfall Frau Launer, sagt die Schwester. Ich komme sofort. Markus. Entschuldige bitte, ein Notfall. Ich habe sowieso nie begriffen, wie das so lange gut gehen konnte. Diese Frau passt doch gar nicht zu ihm. Weißt du, er braucht jemanden, mit dem er über seine Probleme sprechen kann und den versteht. Du meinst wahrscheinlich dich. Aber ich will dir mal was sagen. Das Einzige, was der wirklich braucht, sind seine Patientinnen. Familie Burion. Ja. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag. Ich habe extra den Freddy mitgebracht. Das ist er. Bitte sehr. Mir ist es ja eigentlich egal, was es ist, aber er möchte mal so gerne wissen, was er zustande gebracht hat. Ich meine, vorher, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Und Sie haben doch gesagt, man kann es jetzt schon sehen. Birgit, du redest und redest. Ja, sehen Sie, so ist er. Nun setz dich doch, Freddy. Ach. Richtig ein bisschen verklemmt, mein Goliath. Aber ein anfahrendes Auto mit bloßen Händen anhalten, dit kann er. Neulich hat er so ja einen Porsche geschafft, der ja einen zu Rummelstandkopf. Naja, bloß mit dem Intimen, ja, da ist er nicht so fürs Öffentliche. Und dabei freut er sich doch so auf das Kleine. Du brauchst mir doch nicht zu erklären. Ich bin da selber da. Was ist es nun, Herr Doktor? Also, zunächst einmal ist es gut, dass Sie beide gekommen sind. Bitte, Herr Burion, nehmen Sie doch Platz. Ich will keine Umstände machen. Ja, nun setz dich doch endlich, Freddy. Was ist denn los, Herr Doktor? Also,
Es wäre mir, weiß Gott, lieber, wenn ich Ihnen etwas Erfreulicheres zu sagen hätte. Ist was mit dem Kleinen? Es könnte was sein. Die Diagnose ist noch nicht eindeutig. Vielleicht irre ich mich auch. Was ist es? Ich werde mich noch mal mit einem Kollegen beraten, Professor Peters. Er ist ein ausgezeichneter Diagnostiker im Ultraschallbereich. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Ihr Baby scheint nicht normal entwickelt zu sein. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Es kann ja noch in Ordnung kommen. Ich meine, als Kind fahre ich ohne halbe Portion und sehe ja, was draus geworden ist. Es hat etwas mit den inneren Organen zu tun. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Aber es ist nur eine Annahme. In ein paar Tagen wissen wir mehr. Sollte ich gute Nachrichten haben, werde ich Sie selbstverständlich sofort auf dem Rummelplatz aufsuchen. Einverstanden? Ja, aber ich kann Sie doch durchstellen. Machen Sie sich nicht verrückt und denken Sie nicht zu viel darüber. Wiedersehen, Herr Burian. Wiedersehen. So möchte ich nie vor Ihnen sitzen, Doktor. Ich auch nicht. Doktor, ich sollte doch Rechtsanwalt Schlehuber anrufen. Und? Was hat er gesagt? Es tut ihm leid. Was tut ihm leid? Er hat keinen Termin frei, nicht den kleinsten. Aber nächste Woche sieht es vielleicht besser aus. Keinen Termin frei? Oh, Ludwig, ich kenne Ella schon ein ganzes Leben lang. Uns kann nichts mehr in Verlegenheit bringen. Sie kam zu uns ins Haus, als ich gerade geheiratet hatte. Wäre sie 4 Monate früher gekommen, hätte ich sie genommen. So redet man nicht über seine verstorbene Frau. Ja, warum denn nicht? Sie hat es doch gewusst. Und sie war eifersüchtig wie ein Teufel. Beide haben nicht geschlafen, wenn ich nachts mal wieder über Land war. Bis ich auf den Hof fuhr. Nein, nein. Ella gehört zur Familie. Ihr seid schon eine verrückte Familie. Ich hab's nur zu spät bemerkt. Hat jemand Grund zur Klage? Mann, tu doch nichts, als würdest du nichts sehen. Mein Herr Schwiegersohn, dein Sohn also, er merkt ja nicht einmal mehr, dass er verheiratet ist. Mir jedenfalls tut es weh, wenn ich sehe, wie sie nebeneinander herleben. Sie weiß nichts von ihm, er weiß nichts von ihr. Es ist kalt geworden in diesem Haus. Und wir sitzen dabei und tun nichts. Das ist das Schicksal der Alten, Ludwig. Sie sind weise und wissen alles besser. Und kein Mensch richtet sich nach ihren Ratschlägen. Mir ist nicht nach deinen Witzen zumute. Ach, Ludwig, ich meine es doch im Ernst. Ich habe doch Augen im Kopf. Sei doch mal ehrlich. Hättest du dir in deine Ehe reinreden lassen? Da siehst du. Es ist ihre Sache. Nichts ist peinlicher als ein alter Moralprediger. Praxis Dr. Martin, Schwester Angelika, guten Tag. Hotel Residenz? Aha, aber Frau Martin lässt ausrichten, dass sie erst morgen zurückfliegen wird? Ja, aber wir dachten, ich meine, der Doktor dachte. Gut, ich habe notiert, danke. Wie bitte? Ach so, grüß Gott, ja. Praxis Dr. Martin, Schwester. Ja, Angelika, ich rufe vom Flughafen aus an. Ist was passiert? Ja, also den Weg hätten Sie sich sparen können. Und die Blumen auch. Soll ich das... Da und sie muss versorgt werden. Kollege Martin hat die Verantwortung übernommen. Es ist damit sein Fall. In Zukunft wird er sicherlich etwas überlegter vorgehen, denke ich. Es ist unsere Klinik, in der Herr Martin neu ist. Ich darf daran erinnern. Und somit betrifft es uns alle. Entschuldigen Sie bitte, was wollen Sie denn machen? Wollen Sie die Frau auf die Straße setzen? Verbitte mir diese Unterstellung.
Aber Sie haben ganz recht, Frau Kollegin. Nicht Martin trägt die Verantwortung, sondern wir alle. Und was mich betrifft, ich bin bereit, Sie für diese Frau mitzutragen. Wir sollten die Diskussion beenden. Ich hoffe, dass Sie es nicht bereuen müssen. Hinterher fragt niemand mehr nach ehrenhaften Motiven. Danke. Da drüben hinter dem Baum geht die Sonne auf. Unsere Patienten wollen immer gerne in dieses Bett. Sie hat recht. Das ist unser schönstes Zimmer. Es gibt eine Menge Gründe, warum einem die Welt zuwider sein kann. Einige davon kenne ich ziemlich gut. Das Kind jedenfalls kann nichts dafür. Es kann sich nicht wehren. Es weiß nicht einmal, wie die Welt aussieht, in das es hinaus muss. Wenn es da niemanden hat, der ihm hilft. Auch Sie können mich nicht hindern, es noch einmal zu versuchen. Keiner kann das. Ich bin doch jetzt so müde dazu. Mir ist alles egal. Auch das Weiterleben ist mir egal. Das Kind ist kerngesund. Ist es nicht seltsam? Sie wollen es nicht und trotzdem will es auf diese Welt. Zu Ihnen. Jetzt ruhen Sie sich erstmal aus, Frau Lange. Übrigens, es ist ein Junge. Interessante, anstrengende. Bei dir ist er doch gut aufgehoben. Hau bloß ab. Danke, Markus. Ah, Sie habe ich gesucht. Ich habe soeben Ihre neue Patientin gesehen. Ich meine nicht, dass ich Ihnen Vorschriften machen möchte, aber ich finde, eine Klinik miteinander zu teilen, heißt auch, verantwortlich zu denken. Ich verstehe nicht. Ich möchte meine Bedenken diesem Stil gegenüber äußern. Und zwar offiziell. Ich habe bereits mit Professor Peters gesprochen. Er erwartet uns. Ja, aber... Frau Dr. Wilke? Ist was passiert? Wenn schon, dann alle zusammen. Ich bitte Sie, wir wollen doch sachlich bleiben. Mit dem angebrachten Ernst. Ich sag's Ihnen vorher heraus. Ich weigere mich, das zu akzeptieren. Das gefällt mir nicht. Ist auch gegen die Absprachen. Absprachen? Welche Absprachen? Hierher kommen die Frauen, um Kinder zu kriegen. Und nicht, um sich das Leben zu nehmen. Und was, wenn beides zusammenfällt? Ihr soziales Engagement in allen Ehren. Ich jedenfalls behandle hier auch Privatpatientinnen. Und die haben Anspruch auf Ruhe und Sicherheit. Sie verstehen, was ich meine. Oh ja. Ich verstehe sehr gut. Haben wir nun endlich auch hier zwei Klassen von Patientinnen. Die Frau ist nun mal da und sie muss versorgt werden. Kollege Martin hat die Verantwortung übernommen. Es ist damit sein Fall. In Zukunft wird er sicherlich etwas überlegter vorgehen, denke ich. Es ist unsere Klinik, in der Herr Martin neu ist. Ich darf daran erinnern. Und somit betrifft es uns alle. Entschuldigen Sie bitte, was wollen Sie denn machen? Wollen Sie die Frau auf die Straße setzen? Verbitte mir diese Unterstellung. Aber Sie haben ganz recht, Frau Kollegin. Nicht Martin trägt die Verantwortung, sondern wir alle. Und was mich betrifft... Ich bin bereit, Sie für diese Frau mitzutragen. Wir sollten die Diskussion beenden. Ich hoffe, dass Sie es nicht bereuen müssen. Hinterher fragt niemand mehr nach ehrenhaften Motiven. Danke.
drüben hinter dem Baum geht die Sonne auf. Unsere Patienten wollen immer gerne in dieses Bett. Sie hat recht. Das ist unser schönstes Zimmer. Es gibt eine Menge Gründe, warum einem die Welt zuwider sein kann. Einige davon kenne ich ziemlich gut. Das Kind jedenfalls kann nichts dafür. Es kann sich nicht wehren. Es weiß nicht einmal, wie die Welt aussieht, in das es hinaus muss. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Ihr Baby scheint nicht normal entwickelt zu sein. Es ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Es kann noch in Ordnung kommen. Ich meine, als Kind war ich ohne halbe Portion und sehen ja, was draus geworden ist. Es hat etwas mit den inneren Organen zu tun. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Aber es ist nur eine Annahme. In ein paar Tagen wissen wir mehr. Sollte ich gute Nachrichten haben, werde ich Sie selbstverständlich sofort auf dem Rummelplatz aufsuchen. Einverstanden? Ja, aber ich kann Sie doch durchstellen. Machen Sie sich nicht verrückt und denken Sie nicht zu viel darüber. Wiedersehen, Herr Burian. Wiedersehen. So möchte ich nie vor Ihnen sitzen, Doktor. Ich auch nicht. Doktor, ich sollte doch Rechtsanwalt Schlehuber anrufen. Und? Was hat er gesagt? Es tut ihm leid. Was tut ihm leid? Er hat keinen Termin frei, nicht den kleinsten. Aber nächste Woche sieht es vielleicht besser aus. Keinen Termin frei? Mr. Freud hat keinen Termin frei, stimmt das? Ich wollte ihn durchstellen, aber er hat einfach aufgelegt. Verstehe. Schicken Sie die nächste Patientin. Frau Schiller, bitte. Weißt du, was das Schlimmste ist? Sie haben sich nichts mehr zu sagen. Sie kränken sich ohne Worte. Manchmal habe ich Angst, dass es mit Florian genauso wird. Ich möchte einfach nur eine heile Familie. Oh Gott. Was ist? Mach keinen Scheiß, das Baby. Ja. Ich rufe Notarzt. Nein. Ich will zu deinem Vater, bitte. Ich will keinen Notarzt. Das geht nicht. Bitte. Ich weiß doch gar nicht, wo er ist. Hältst du durch? Ja. Praxis Dr. Martin, Schwester Angelika. Hier ist Heinke. Oh, hallo Heinke. Ich muss unbedingt mit Papa sprechen. Nein, dein Vater ist nicht mehr da. Der ist schon in die Klinik gefahren. Oh nein. Ist irgendwas passiert? Diese kleine Nervensäge. Der ist in der Klinik, kannst du noch? Aber nicht mehr lange. Ich hab solche Angst. Du schaffst das, kapiert? Du schaffst das. Was soll denn das? Sie müssen uns sofort helfen. Meiner Freundin geht's nicht gut. Sie muss ins Krankenhaus, schnell. Ach, und ich soll sie hinbringen, nicht? Natürlich, natürlich. Begreifen Sie nicht, sie verliert ihr Kind. Das ist ein Notfall. Kind? In dem Alter? Wie alt seid ihr denn? Ich pack's nicht. Wollen Sie auch noch unsere Mathezensuren wissen? Jetzt wirst du auch noch frech. Nimm die Hände da weg. Eins sag ich Ihnen, wenn was passiert, dann ist es unterlassene Hilfeleistung. Und dann ziehe ich Sie zur Rechenschaft. Sie, nur Sie. Natürlich. Ich? Na klar. Und sie muss ins Krankenhaus. Die beiden haben sich so auf ihr Kind gefreut. Du gehst an den Menschen in deinem Haus vorbei, als wären es Möbelstücke. Du merkst nicht mal, wenn sie einen Kratzer haben. Und die Seelen um dich herum haben Kratzer, Markus. Denkst du jetzt auch noch an? Ich rede jetzt nicht von deiner Arbeit, ich rede von der Gewohnheit. Und die Gewohnheit tötet die Liebe. Nach 16 Jahren Eheleben hält man eben nicht mehr Händchen. Solltest du eigentlich verstehen. Eben weil ich es verstehe. Die Martins sind bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter zu ihren Patienten gekommen. Seit 3 Generationen. Wir waren für alle da, die uns brauchten. Nur nicht für unsere Familie. Die hätte uns auch gebraucht. Aber das weiß ich erst heute. Markus. Unternimm etwas, bevor eure Ehe auseinanderbricht. Vielleicht ist sie das schon, Vater. Was? Ich fürchte, deine Ratschläge kommen zu spät. Hey, Markus. Ja. Ah, das ist Frau Langer. Das ist Dr. Martin, ein alter Freund. Willkommen, Frau Langer.
Ich werde mich um Sie und um Ihr Kind kümmern. Zuerst muss ich Sie noch untersuchen. Einverstanden? Herr Kohls? Ja? Bringen Sie Verlanger bitte in den Untersuchungsraum. Ja. Weißt du, wo Schuld anfängt, Dr. Christen? Dort, wo man sich vor der Verantwortung drückt. Was soll ich denn tun? Sie mir zu mir nach Hause nehmen? Ich hätte inzwischen eine ganz schöne Sammlung dort, mein Lieber. Bei dir ist sie doch gut aufgehoben. Hau bloß ab. Danke, Markus. Ah, Sie habe ich gesucht. Ich habe soeben Ihre neue Patientin gesehen. Ich meine nicht, dass ich Ihnen Vorschriften machen möchte, aber ich finde, eine Klinik miteinander zu teilen, heißt auch, verantwortlich zu denken. Ich verstehe nicht. Ich möchte meine Bedenken diesem Stil gegenüber äußern, und zwar offiziell. Ich habe bereits mit Professor Peters gesprochen. Er erwartet uns. Ja, aber... Frau Dr. Wilke? Ist was passiert? Wenn schon, dann alle zusammen. Ich bitte Sie, wir wollen doch sachlich bleiben. Mit dem angebrachten Ernst. Ich sag's Ihnen vorher heraus. Ich weigere mich, das zu akzeptieren. Es gefällt mir nicht. Ist auch gegen die Absprachen. Absprachen? Welche Absprachen? Hierher kommen die Frauen, um Kinder zu kriegen. Und nicht, um sich das Leben zu nehmen. Und was, wenn beides abbricht? Vielleicht ist sie das schon, Vater. Was? Ich fürchte, deine Ratschläge kommen zu spät. Hey, Markus. Ja. Ah, das ist Frau Langer. Das ist Dr. Mertin, ein alter Freund. Willkommen, Frau Langer. Ich werde mich um Sie und um Ihr Kind kümmern. Zuerst muss ich Sie noch untersuchen. Einverstanden? Herr Kohls? Ja? Bringen Sie Verlanger bitte in den Untersuchungsraum. Ja. Weißt du, wo Schuld anfängt, Dr. Christen? Dort, wo man sich vor der Verantwortung drückt. Was soll ich denn tun? Sie mir zu mir nach Hause nehmen? Ich hätte inzwischen eine ganz schöne Sammlung dort, mein Lieber. Bei dir ist sie doch gut aufgehoben. Hau bloß ab. Danke, Markus. Ah, Sie habe ich gesucht. Ich habe soeben Ihre neue Patientin gesehen. Ich meine nicht, dass ich Ihnen Vorschriften machen möchte, aber ich finde, eine Klinik miteinander zu teilen, heißt auch, verantwortlich zu denken. Ich verstehe nicht. Ich möchte meine Bedenken diesem Stil gegenüber äußern, und zwar offiziell. Ich habe bereits mit Professor Peters gesprochen. Er erwartet uns. Ja, aber... Frau Dr. Wilke? Ist was passiert? Wenn schon, dann alle zusammen. Ich bitte Sie, wir wollen doch sachlich bleiben. Mit dem angebrachten Ernst. Ich sag's Ihnen vorher heraus. Ich weigere mich, das zu akzeptieren. Es gefällt mir nicht. Ist auch gegen die Absprachen. Absprachen? Welche Absprachen? Hierher kommen die Frauen, um Kinder zu kriegen. Und nicht, um sich das Leben zu nehmen. Und was, wenn beides zusammenfällt? Ihr soziales Engagement in allen Ehren. Ich jedenfalls behandle hier auch Privatpatientinnen. Und die haben Anspruch auf Ruhe und Sicherheit. Sie verstehen, was ich meine. Oh ja, ich verstehe sehr gut. Haben wir nun endlich auch hier zwei Klassen von Patientinnen. Die Frau ist nun mal da und sie muss versorgt werden. Kollege Martin hat die Verantwortung übernommen. Es ist damit sein Fall. In Zukunft wird er sicherlich etwas überlegter vorgehen, denke ich. Es ist unsere Klinik, in der Herr Martin neu ist. Ich darf daran erinnern. Und somit betrifft es uns alle. Entschuldigen Sie bitte, was wollen Sie denn machen? Wollen Sie die Frau auf die Straße setzen? Verbitte mir diese Unterstellung. Aber Sie haben ganz recht, Frau Kollegin. Nicht Martin trägt die Verantwortung, sondern wir alle. Und was mich betrifft, ich bin bereit, Sie für diese Frau mitzutragen. Wir sollten die Diskussion beenden. Ich hoffe, dass Sie es nicht bereuen müssen. Hinterher fragt niemand mehr nach ehrenhaften Motiven. Sie ist ein richtiger kleiner Pechvogel, ich sehe das schon. Sie ist kein Pechvogel. Sie will das Kind. Das kann nicht gut gehen, niemals. Bei den Eltern. Immer bloß gucken, was die Nachbarn sagen. Die bringen es glatt fertig und schmeißen sie raus. Und dann? Thomas hat auch nichts. Wie will er denn studieren mit dem Kind?
Du meinst wirklich, sie schmeißen sie raus? Mhm. Ah, hallo Senior. Hallo, Hannelore. Sie werden immer hübscher. Und Sie werden immer intelligenter, Angelika. Sagen Sie mal, kommen Sie denn mit dem Ding zurecht? Aber klar. Respekt. Mein Vater ist noch mit dem Pferd zur Entbindung geritten. Und die Diagnose hat er auf eine Zigarettenschachtel geschrieben. Und trotzdem wurden es alles gesunde Kinder. Alles gesunde Kinder. Ich habe euch etwas mitgebracht. Hing gestern Abend noch beim alten Putbrese im Rauch. Für jeder einen. Wollen wir ihn schlachten? Die Sprechstunde fängt gleich an. Ist mein Sohn schon da? Der hat noch in der Klinik zu tun. Wie steht's mit ihm? Große Katastrophen? Erfolg? Aha. Ja, ich verstehe. Unverändert. Keine Gehaltserhöhung, kein pünktlicher Feierabend. Ihr tut mir leid, meine Schönen. Aber der ändert sich nie. Kein Mertin hat sich jemals geändert. Wir wollen ihn auch gar nicht anders. Ich schon. Wenn er sich wenigstens seine Patientinnen aussuchen würde. Aber nein, er hockt bei irgendeiner Oma auf dem Kiez, hält Händchen und hört sich ihre Geschichten an. Dabei könnte er sich eine ganze Etage der Belegbettenklinik alleine leisten. Jedenfalls, verheiratet möchte ich nicht mit ihm sein. Da ist was dran. Ich auch nicht. Das ist ja noch mal gut gegangen. Danke. Wenn du dich schon bedanken musst, dann bei dem da. Musst du aber nicht. Der macht nämlich seine Kohle mit so armen, hilflosen Typen wie dir. Also, du weißt Bescheid. Vorläufig musst du liegen, liegen, liegen. Und am Topf bleibst du auch. Rund um die Uhr. Okay, ich bleibe liegen. Und wenn ich festwachse. Ich will ja das Baby. Gut. Aber stell dir das nicht so einfach vor. Ich verspreche dir, dass ich die wehenhemmende Infusion so schnell wie möglich absetze. Und du versprichst mir dafür, dass du alles tust, was Henriette von dir verlangt. Ich tue, was von mir verlangt wird. Das verspreche ich. Ist sie nicht eine brave Patientin? Im Ernst, Suse. Du musst wissen, warum du das auf dich nimmst. Das weiß ich. Gut, dann braucht sie jetzt Ruhe. Ich betreibe keine Pension. Du hast eine Klinik. Jedenfalls ein paar Betten. Und die Frau braucht einen Arzt, der sich wirklich um sie kümmert. Deshalb habe ich an dich gedacht. Du, ich habe Angst, dass sie es nochmal versucht. Ja, gut. Ich sehe sie mir an. Zufrieden? Gibt es hier irgendwo einen ordentlichen Kaffee in dieser Lotta-Praxis? Und ein Stück Pflaumenkuchen will ich auch. Zwei. Freddy, das weißt du doch gar nicht. Bitte nehmen Sie doch erst mal Platz. Sie wissen, ich habe noch einen anderen Kollegen hinzugezogen. Ich wollte die Sache nicht alleine entscheiden. Der Befund ist sehr außergewöhnlich. Ja, es fällt mir nicht leicht, es Ihnen zu sagen. Sagen Sie schon, Herr Doktor, ich vertrage einiges. Also, das Kleine ist körperlich nicht normal entwickelt. Was heißt nicht normal? Es hat keine Nieren. Das kann nicht sein. Das bedeutet doch, Freddy. Und es könnte nicht sein, verstehen Sie mich nicht falsch, Doktor, dass Sie sich geirrt haben. Bloß ein bisschen.
Birgi. Nicht weinen. Weißt du, dass ich das nicht sehen kann? Die Natur hat so gewollt. Was kann man da machen? Heulen hilft auch nichts. Mädel, wir haben doch uns. Du und ich. Machen Sie sich nicht verrückt und denken Sie nicht so viel darüber. Wiedersehen, Herr Burian. Wiedersehen. So möchte ich nie vor Ihnen sitzen, Doktor. Ich auch nicht. Doktor, ich sollte doch Rechtsanwalt Schlehuber anrufen. Und? Was hat er gesagt? Es tut ihm leid. Was tut ihm leid? Er hat keinen Termin frei, nicht den kleinsten. Aber nächste Woche sieht es vielleicht besser aus. Kein Termin frei? Mr. Freud hat keinen Termin frei, stimmt das? Ich wollte ihn durchstellen, aber er hat einfach aufgelegt. Ich verstehe. Schicken Sie die nächste Patientin. Frau Schiller, bitte. Weißt du, was das Schlimmste ist? Sie haben sich nichts mehr zu sagen. Sie kränken sich ohne Worte. Manchmal habe ich Angst, dass es mit Florian genauso wird. Ich möchte einfach nur eine heile Familie. Oh Gott. Was ist? Mach keinen Scheiß, das Baby? Ja. Ich rufe Notarzt. Nein, ich will zu deinem Vater, bitte. Ich will keinen Notarzt. Das geht nicht. Bitte. Ich weiß doch gar nicht, wo er ist. Hältst du durch? Ja. Praxis Dr. Martin, Schwester Angelika. Hier ist Heinke. Oh, hallo Heinke. Ich muss unbedingt mit Papa sprechen. Nein, dein Vater ist nicht mehr da, der ist schon in die Klinik gefahren. Oh nein! Ist irgendwas passiert? Diese kleine Nervensäge. Der ist in der Klinik, kannst du noch? Aber nicht mehr lange. Ich hab solche Angst. Du schaffst das, kapiert, du schaffst das. Was soll denn das? Sie müssen uns sofort helfen. Meiner Freundin geht's nicht gut. Sie muss ins Krankenhaus. Schnell. Ach, und ich soll sie hinbringen, nicht? Natürlich. Begreifen Sie nicht. Sie verliert ihr Kind. Das ist ein Notfall. Kind? In dem Alter? Wer seid ihr denn? Ich pack's nicht. Wollen Sie auch noch unsere Mathezensuren wissen? Jetzt wirst du auch noch frech. Nimm die Hände da weg. Eins sag ich Ihnen. Wenn was passiert, dann ist es unterlassene Hilfeleistung. Und dann ziehe ich Sie zur Rechenschaft. Sie, nur Sie. Natürlich. Ich? Na klar. Und sie muss ins Krankenhaus. Ah. Na, was stehst du da rum? Na, hol sie her! Sie hilft uns, komm! Vorsichtig! Vorsichtig! Mit sowas ist nicht zu spaßen. Ihr habt doch von sowas überhaupt keine Ahnung. Langsam, langsam. Ruhig tief atmen. Ganz vorsichtig. Setz sie vorsichtig rein. Wir müssen uns beeilen. Wird höchste Zeit. Hopp, hopp! Jetzt wird das Licht angemacht. Eigentlich brauchten wir Blaulicht. Blaulicht brauchten wir. Hallo?